So, hallo zu einem weiteren Video von der CMT 2024. Die Firma Affinity ist ja hier den meisten gut bekannt. Aber hier haben wir jetzt mal einen besonderen auf MAN-Basis. Affinity M4 für 103.825 €. So, und was ist das Besondere bei dem MAN? Wir haben hier mal eine ganz normale Sitzgruppe hinten. Schön die Sitze, die Vordersitze gedreht. Und wie man es von Affinity gewohnt ist, gibt es hier auch einen doppelten Boden mit einem kleinen Geheimfach. Schön warm Boden. So, und wir sehen direkt, da fehlt doch was. Was fehlt denn? Also, da hinten haben wir zwei Betten übereinander. Deswegen das Vor. Da können nämlich zwei liegen. Kurzen Blick in die Küche. Zwei Flammen in den Gaskocher. Und die Spüle. Alles wie gehabt. So, gucken wir uns das Bad mal an. Ebenfalls wie von Affinity gewohnt. Viel Platz im Badezimmer zum Duschen. Beim Bad. Und dann haben wir hier einen Kühlschrank, der sich ja beidseitig öffnen lässt. So, und das Besondere ist natürlich jetzt hier, die Sitzgruppe kann zum Bett umgebaut werden in wenigen Griffen. Und wie das funktioniert, sieht man hier jetzt. So, und das wäre jetzt hier dieser Platz mit einer Auflage dabei. Und so wird das dann wieder zurückverwandelt. Und wenn es denn einer sein soll mit 5 Schlafplätzen, auch Affinity 5 genannt, gibt es hier ab 96.960. Und dann gucken wir das Besondere hier, Edel Affinity. Und da sind sie. Die drei Betten. So, auch Stauraum kommt nicht zu kurz. Hier kommt allerdings die Gasflasche hinein. Unten drunter ist das Staufach. Hier wird die Kassettentoilette entnommen von Dometic. Und dann gucken wir mal, wie es drinnen aussieht. Und da haben wir auch eine sehr geräumige Hecksitzgruppe mit einer Dreiersitzbank. Und auch hier dieses großartige Raumgefühl in diesen Kastenwänden, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und hier auf dem Monitor kann man sehen, wie es gemacht wird. Und schnell wieder zurückgeklappt. So, das ist also das Elternbett. Ja, noch mal einen Blick ins Bad werfen. Hier ist die Dometic-Toilette. Und wir haben, wie von den anderen Affinities auch bekannt, das Klappwaschbecken. Und was halt eben auch schön ist, dass man hier die Duschtür hat, die man einfach zumachen kann. Zweiflügelig. So. Und dann wird das Waschbecken einfach wieder angeklappt. Ja, und hier nochmal von innen die drei Betten für die Kids. Und dann ist dann hier in bewährter Form die L-Küche. Kombination aus zwei Gasflammen und Waschgelegenheit und wirklich schön Platz noch für Ablagen und Schnibbelarbeiten. Vorne so eine Art Skyroof. Und auch hier ist Affinity wieder gelungen, wunderbar schönes Raumgefühl zu erzeugen. Platz, Stauraum für Klamotten zum Aufhängen.
alles da. Also ich würde sagen, Bravo Affinity, super gemacht. So, und last but not least, den Affinity M Duo auf MAN-Basis. Auch hier der doppelte Boden, unser schönes Geheimfach, was immer wieder reintun wollen. Sehr hübsch. So, und dann haben wir hier den klassischen Grundschnitt praktisch, außer dass hier natürlich die Hecksitzgruppe fehlt. Duo für zwei also. Sehr bequeme Sitze. Offenes Dachkonzept mit schön Stauraum auf beiden Seiten. Und dann natürlich hier die ganzen Schränke im Affinity. Machen wir sie alle auf. So, und dann auf der anderen Seite, als wäre das nicht genug, hier noch die Schrankwand. Und im Badezimmer haben wir jetzt hier mal eine Schiebetürlösung. Das Waschbecken, die Dometic-Toilette und eine eigene Duschkabine. Schaut euch das an. Hier hat man wirklich ausreichend viel Platz zum Duschen. Ich stelle mich mal kurz rein. Ja, okay, wenn ich ein bisschen in die Hocke gehe, dann passt noch die Faust dazwischen. Ja, ein Spiegel. Da ist er. Das Waschbecken. Ich denke, das ist ausreichend groß, um Zähne zu putzen. Ja, und dann hier diese ganze Schrankwand entlang. Ja, und das Bett wird quasi gemacht, indem man es verbreitert. Es wird hier ausgezogen und dann hat man die Schlaffläche von 1,30 Meter. Für zwei Personen, die sich lieb haben, geht das gut. So viel also zu den Neuerungen von Affinity. Diese geräumigen Wohnmobile sind ja der Kracher der letzten Jahre. Und ich muss wirklich sagen, wenn man drin steht, man hat hier Raum zum Tanzen, wenn man will. So, mach mal schön die ganzen Klappen wieder zu. Und ja, das war jetzt der kurze Beitrag zum Affinity. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal. Es gibt demnächst noch viel mehr Inhalte. Euer Captain Bernhard. Ciao. So, und dann wollen wir hier abschließend natürlich auch noch im Affinity One. Er darf ja hier nicht fehlen in der Sammlung. Der klassische, begeisternde Grundriss. Hier mit dem 1,30 Meter breiten Bett. Und der riesig großen Heckgarage, die hier drunter ist. Und sie sich auch mit dieser Klappe hier noch erweitern lässt. Denn so bringt man hier ein Fahrrad hinein. Denn dieses Bett ist höhenverstellbar. Man kann das also ordentlich hochfahren. Dann auch hier diese L-Küche mit der Arbeitsfläche links, der Spüle und dem zweiflammigen Gaskocher hat man hier in der Küche noch ordentlich Platz. Und auch hier dieses unglaubliche Raumgefühl, wo man sich frei bewegen kann. Das Bad, hier wieder eine Kombination mit dem Klapp-Waschtisch am Ende. So, jetzt wissen wir, dass wir den oben anfassen müssen. Dann die Duschtür. So, und hier sehen wir, wie das Bett höhenverstellbar ist. Da fährt es hoch und dadurch erweitert sich natürlich der Stauraum enorm. Und ich denke, auch auf dieser Höhe kann man immer noch super schlafen. Die sich sehr lieb haben, ist überhaupt kein Problem. Und dann schaut man sich mal hier diesen ganzen Stauraum an. Den ganzen Wagen entlang, überall Fächer, um etwas unterzubringen. Skyroof,
Ja, und hier zeige ich auch noch mal am Monitor diese zusätzliche optionale Schlafgelegenheit, die man hier in der Sitzgruppe aufbauen kann. Oben und unten, das war ja das Besondere. Das ist praktisch dieser Bereich hier, den man so umbauen kann in einem doppelten Bett für die Kids. Das ist praktisch dieser Bereich hier, der, wie gesagt, dann insgesamt 4 Schlafplätze ermöglicht und auch 4 Leute können fahren. Dieser Tisch übrigens hier, der verschwindet hier drin in diesem Fach und ist dann gut verstaut. Die Sitze sind mega bequem und was ich auch mal sagen muss, eine Kleinigkeit, die vielleicht nicht viele wissen, aber die Sitzhöhe hier, die ist nicht so wie in den anderen Vans, sondern hier kann man wirklich, auch wenn man kleiner gebaut ist, mit den Füßen beim Fahren auf den Fußboden kommen. Und die sind auch super bequem. So, nochmal ein Eindruck in das ganze Raumgefühl von dem Fahrzeug. Affinity Spitze, absolut Spitze.